Und dann gucken wir uns an, was wir für Optionen haben. Und wenn sich dann wirklich rausstellt, dass diese drei Reaktoren überhaupt keine Option mehr sind, naja, kann ja sein, dann müssen wir eben über die Alternativen reden. Dann haben wir ja noch drei. Aber wir haben ja die, wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass wir dieses Atomcanceling, dass wir das einfach weiterschreiben könnten. Nach dem Motto, ja, haben wir einmal angefangen, geht jetzt halt nicht mehr. Wir brauchen den französischen Atomstrom und wir brauchen noch was weiß ich alles für andere Dinge, um unser Land am Laufen zu halten. Was ist, wenn die Franzosen ihren Atomstrom selber brauchen? Tja. Das ist schon mal passiert, glaube ich. Das kommt häufiger vor, im Winter und im Sommer. Ja. Nun hat ja Macron entschlossen, nach Meldungen oder beschlossen, nach Meldungen, die vorliegen, dass er noch vor Weihnachten 6 neue Kernreaktoren in die Produktion oder in die Genehmigung geben will, während wir nach Weihnachten dann 6 der Reihe nach abschalten, 3 schneller und 3 später. Ist die Debatte in Europa möglich, dass zwei Nachbarschaftsstaaten, die ja doch immer alles angeblich zusammen machen, so unterschiedlich entscheiden? Vorreiter. Ist das gut für uns? Die Vorreiter wissen ja nicht mal um die Bedeutung des Wortes Vorreiter. Die wissen ja nicht, was Vorreiter mal waren. Nämlich, das waren Leute auf Pferden mit großen Knüppeln, die vor der Kutsche hergeritten sind und den Weg freigekloppt haben von dem Pöbel, der da rumlag. Wir sind keine Vorreiter, wir sind Geisterfahrer. Und das beweisen alle Länder, die um Europa herum sind, gegenwärtig. Wir haben, ich weiß nicht, in den Nachbarländern 25 neue Reaktorprojekte in der Pipeline. Wir sind keine Vorreiter, wir sind Geisterfahrer. Ich würde eher Sackgasse sagen. Wir sind ein bisschen, wir nähern uns einem Punkt, wo wir meiner Meinung nach nicht einfach so weitermachen können. Ich würde eher denken, Irrweg. Sackgasse ist so das Bild, was ich so vor Augen habe. Und wir müssen uns jetzt schnellstens ehrlich machen. Die Industrie, die Wissenschaft, aber vor allem auch die Politik und die Öffentlichkeit. Und uns in die Augen gucken und sagen, bilden wir uns jetzt weiter ein, dass es 10 Jahre noch so weitergeht? Oder bilanzieren wir jetzt mal und überlegen, was wir an welcher Stelle. Da kommen wir gleich noch dazu. Herr Ruprecht, Herr Haverburg hat gesagt, es war ein kompletter Fadenriss, alles tot, aber Sie leben noch. Also Sie forschen anscheinend doch noch irgendwann in der Kernkraft mit einem Team oder mit wie vielen Leuten? Also, und wie geht es da weiter? Fast 10 Jahre lang haben wir praktisch mehr oder weniger auf Studentenniveau gelebt. Ja. Also, Sie haben auch was Studentisches, wenn ich so sagen darf. Ja, dann passt ja, okay, vielleicht habe ich mir das in den 10 Jahren dann so, ist das so passiert vielleicht. Es gibt keine staatliche Unterstützung. Wir hatten ja das eingangs erwähnte Institut für Festkörperkernphysik vor über 10 Jahren gegründet, weil die Institute alle damals, die irgendwas mit Kernphysik auch nur im Namen hatten, nach und nach dicht gemacht haben. Also das wurde nach und nach abgeschafft in Deutschland. Und wir sind halt leidenschaftliche Kernphysiker, nicht Kerntechniker. Und hatten gehofft, dass man damit dann so einen Auffangpool hat und auch staatliche Fördermittel noch beantragen kann. Aber die waren ja dann auch alle weg. Das heißt, es wurde nichts mehr gefördert, was auch nur entfernt mit Kernenergie zu tun hat, bis auf sporadische kleine Projekte zur Transmutation oder Ähnlichem. Also das war ganz selten. Also praktisch gab es da nichts mehr, weil das auch politisch dann inkorrekt war. Und gut, die Idee zum Dual-Fluid-Reaktor, die kam dann erst später. Da hatte ich eigentlich schon gedacht, ja gut, mein beruflicher Werdegang wird dann eher wohl ein bisschen anders sein. Und das stellte sich dann raus, dass das eben noch ein gutes Konzept ist. Und das Problem ist ja, dass in Deutschland durch diese ideologische Verbohrtheit nicht einfach jetzt eine bestimmte Technik verboten wurde, zum Beispiel Druckwasserreaktoren. Man hätte ja sagen können, die sind vielleicht uns nicht sicher genug, weil das in Fukushima passiert ist. Nee, es wurde ja ganz allgemein Stromerzeugung, gewerbliche Stromerzeugung durch Kernspaltung verboten. Also man hat praktisch die technische Nutzung einer der 4 Naturkräfte, wir haben leider nur 4, wurde verboten per Gesetz. Also Sie sind eine Art Guerillaforscher. Das kann man dann so ein bisschen so nennen, ja. Und wird es inzwischen nicht mehr sagen, Sie wird es langsam besser? Staatlich gesehen noch nicht, aber privat gesehen haben wir Investoren gefunden. Also auch der Mittelstand insbesondere ist sehr interessiert an diesem Projekt. Und da haben wir genügend Investoren für die erste Phase unseres Projekts jetzt gefunden. Das ist, kann man sogar sehr allgemein sagen, dass viele aus dem Mittelstand über die Situation mit der Energiewende und dem Ausstieg aus der Kernenergie allgemein nicht sehr zufrieden sind und da voll auf unserer Seite sind. Naja, nun hat Ralf Füchs, ist einer jahrzehntelang einer der Chefideologen der grünen Wende, gesagt,
Rational wäre es, AKWs länger laufen zu lassen. Politisch wie betriebstechnisch geht es nicht. Also selbst die grüne Seite wendet sich allmählich von ihren Glaubenssätzen ab. Gibt es Bewegung da in der Politik, die Sie spüren? Also Sie sehen mich an, deswegen antworte ich mal. Also wir haben das ja sehr genau beobachtet die letzten 10 Jahre und es gibt Bewegung, das stimmt. Ich glaube aber, der Druck kommt hauptsächlich von außen. Also man nimmt langsam in Deutschland wahr, dass die anderen Länder es doch irgendwie anders machen und da nicht so verbohrt sind. Und jetzt äußern sich auch nach und nach Politiker, hat ja sogar Friedrich Merz gesagt, der hat auch inzwischen das Wort Dual Fluid, glaube ich, gelernt. Er hatte anfangs Dual Fuel gesagt. Aber man hat ein Auge inzwischen für neue Reaktorkonzepte. Das ist auch ein beliebter Ausweg. Denn man muss dann nicht sagen, ja, die alten Reaktoren lassen wir jetzt weiterlaufen, sondern es ist ja jetzt was Neues, was anderes. Da kann man es ja noch mal versuchen. Und mit dem Argument wird dann oft auch gesagt, wir könnten, es war unsinnig, das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben mit der Energiewende. Also gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie auszusteigen. Ich muss noch einmal so eine kleine Nachfrage stellen. Sie haben vorhin gesagt, dass das Gesetz sagt, es ist verboten, Strom durch Kernspaltung, gewerbliche. Und Sie sind nur nicht gewerblich, das war der Trick, Sie machen es als Hobby. Naja, noch Forschung ist ja frei in diesem Land. Forschung darf man nach. Nach Kanada ausgewandert. Ja, ja, das ist jetzt unsere Absicht, weil in Kanada die Welt auf dem Kopf steht. Also da ist es genau umgekehrt wie hier. Erschildern Sie uns das ganz kurz, was ist in Kanada besser? Man wird mit offenen Armen empfangen. Offensichtlich. Also die Behörden reißen sich fast um uns, waren interessiert an dem Konzept. Es gibt ein Förderprogramm, das nicht nur darin besteht, hier und da mal 1 Million zu verteilen, um die Forschung aufrechtzuerhalten, so wie man das ja hier auch noch macht. Es gibt ja noch kernphysikalische Forschung. Aber es gibt ein staatliches Programm, das sogar die nationalen Kernforschungszentren anweist, Neuentwickler von Reaktoren aktiv zu unterstützen. Die haben richtig eine Roadmap erstellt und es gibt ein Förderprogramm, das eigentlich eher ein Industrieaufbauprogramm ist von Hunderten bis Milliarden Dollar. Das ist alles dafür vorgesehen und es gibt bereits erste Fördermittel, die schon an andere Unternehmen geflossen sind im Bereich eben zweistellige Millionensummen bis dreistellige. Und Sie machen jetzt genau was da? Ja, wir haben zunächst mal im Januar eine Firma gegründet, eine Aktiengesellschaft mit zwischen 75 Teilhabern und wollen dann dort mit staatlicher Hilfe, wer weiß, auf jeden Fall mit Nutzung dieses staatlichen Wohlwollens einen Demonstrationsreaktor zunächst mal aufbauen und später dann natürlich ein Berliner Startup in Kanada. Ein Berliner Startup in Kanada ist so kann man das dann vielleicht kurz nennen, ja. So kann man das so. Sagen Sie mal, Herr Lengsfeld, das sieht ja eigentlich für Deutschland ein bisschen verheerend aus. Es sind ja nicht nur die Franzosen, die Kernreaktoren bauen, sondern auch die Tschechen, die Niederländer wollen angeblich welche bauen. Da diskutiert jedenfalls der amtierende Ministerpräsident Rutte dazu. Was machen wir? Mir persönlich als Fernsehmensch oder heute als Journalist ist hier wurscht, wo der Strom herkommt, Hauptsache er kommt. Ja, wir sind eben Deutschland. Also wir haben uns diesen bisschen Sonderweg geleistet. Das steht im Gesetz, aber andererseits natürlich, Gesetze kann man auch wieder ändern. Ja, also es ist nirgendwo festgeschrieben, dass der Deutsche Bundestag dieses Gesetz aus dem Jahr, was weiß ich,